Nach einer bösen Überraschung sorgt die bisherige Fortführung des Großprojektes Autobahnzubringer in der Landeshauptstadt bei einigen Experten für erhebliche Zweifel. Der moorige Boden unter der Kriwitzer Chaussee sinkt schneller als gedacht. Die jüngsten Untersuchungsergebnisse zeigen, der Baugrund hält der überdimensionalen Vorlastschüttung nicht mehr stand. Im Laufe der Fahrbahnerweiterung mussten tausende Tonnen von Kies und Sand aufgeschüttet werden, unter anderem auch als Bodenstabilisierung. Nun heißt es, für den Boden war es einfach zu viel. Wir haben ja Ende 2017 hier die Vorbelastungsschüttung in diesem Bereich aufgebracht und der Boden hat jetzt durch Setzung reagiert, genauso eigentlich wie wir es erwartet haben. Wir haben jetzt durch die aktuellen Messungen im Grunde die Bodenkennwerte ermitteln können und haben jetzt ganz speziell auf die einzelnen Bereiche, wir haben ja auch da Bereiche, die sind weniger gut tragfähig, die tatsächliche dauerhafte Lösung jetzt konzipiert. Da sind wir gerade dabei. Wir haben sogar auch schon die ersten Bauausschreibungen auf den Markt, sodass wir jetzt relativ konkret sagen können, dass es bald losgeht und wir wissen auch, welche technische Lösung jetzt erforderlich ist, weil wir gerade auch sehr genau hier in den Bereichen sondiert haben und die Bodenkennwerte im Grunde jetzt in die technische Lösung Eingang gefunden haben. Zu welchen Folgen ein Baufehler im Endergebnis führen kann, zeigen diese Bilder. Eine plötzliche überdimensionale Absenkung der Fahrbahn auf der A20 bei Triebsees wurde aufwendig beseitigt. Die Ursache wurde mittlerweile festgestellt, ein viel zu schwacher Boden in den oberen Grundschichten. Eine ähnliche Falle steckt auch direkt unter der Kriwitzer Chaussee in Schwerin. Es ist eine große Torflinse, die unter der Last von Sand und Kies immer mehr zusammengepresst wird, zwecks Stabilisierung. Inwieweit aber diese demnächst noch nachgeben kann, bleibt ungewiss. Wir haben diese Torflinse sehr genau analysiert, wir haben sie sehr genau beprobt, relativ enges Raster auch beprobt und haben jetzt eine technische Lösung gefunden, dass wir im Grunde mit Kiessäulen zunächst mal eine Arbeitsebene herstellen. Das werden ungefähr in diesem gesamten Bereich 600 Kiessäulen sein. Die sind so geotextil ummantelt und dann dauerhaft für den Endzustand werden große Bohrpfähle eingebracht, so im Raster von etwa 5x5 Metern. Und dadurch ist im Grunde gewährleistet, dass wir auch diesen Bereich des sehr, sehr schlecht tragfähigen Baugrundes überbrücken mit einer wirklich dauerhaft und vernünftigen Lösung, die dann eben dazu führt, dass wir eine vernünftige Straße am Ende haben werden. Im Januar 2018 erfolgte der Spatenstich für die insgesamt 2,1 Kilometer lange vierspurige Strecke, die als A14-Zubringer geplant war. Kostenpunkt 21 Millionen Euro. Im Vorfeld ließ der Bund als Hauptfinanzierer des Projektes eine umfangreiche Bodenuntersuchung durchführen. Deren Ergebnisse liegen jetzt der insgesamt für 4 Jahre geplanten Baumaßnahme zugrunde. Was die neuen Erkenntnisse mit sich bringen, bleibt abzuwarten. Für das Ende des Jahres sind auf jeden Fall große Baumaßnahmen geplant.